So, da sind wir wieder bei Castlevania Lords of Shadow. Beim letzten Mal haben wir den dunklen Fürsten der Lucaner besiegt und diesmal schauen wir mal weiter, was in Kapitel 4 so abgeht. Bergfestung. Auf jeden Fall besteht Kapitel 4 wieder nur aus zwei Missionen. Angenehm. The deed is done. Cornell is no more. Such a pity that the Brotherhood of Light, the order to which we both belong, should also be the reason why the world is in such chaos. Gabriel, you have proven your worth, my friend. You have a piece of the God Mask. It is said this relic can bring back the dead. It is said this relic can bestow power beyond any man's reckoning. Now, with the help of the old god, he heads toward the land of the vampires and further into the heart of darkness. Ins Land der Vampire, na toll. Lykana besiegt, jetzt sind die Vampire dran. Where are we? What is this place? The Crow's Pass. The land of the vampires lies beyond those hills. A powerful witch protects this domain. I can go no further. Who are you? And why do you help me? You may think I am helping you, but you would be wrong. I serve no one. You would do well to remember that. Okay. Also, hier lebt eine fiese Hexe. Ganz toll. Und ich dachte, das Kapitel kommt ein bisschen später. Die ist nämlich echt scheiße. Aber wir lassen uns überraschen. Wow. Eine kleine Festung ist da. Super, da müssen wir durch. Und ich habe gar nichts mehr, kein Mana mehr. Kein Mana mehr. So, mal gucken, was uns hier begegnet. Vielleicht Rätsel, vielleicht Gegner, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall Schriftrollen. Wow. Aber wir gucken da erstmal rein. Was, neue Talente freigeschaltet? Sehr gut. Hier lauern böse Mächte, heimtückische Mächte, welche die Menschen den Mut rauben. Wie es scheint, verbirgt sich ein Oger in dieser Burg. Es ist kaum zu glauben, dass Kindermärchen sich als wahr herausstellen können. Ich weiß noch, wie mein Vater mir Geschichten über diese Kreaturen vorgelesen hat, als ich noch ein Junge war. Wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, sind sie beim Angriff langsam und schwerfällig. Ich brauche also etwas, das es mir erlaubt, schnell zu rennen und mich flink zu bewegen, wenn ich gegen diese Riesenbestie überhaupt eine Chance haben will. Tja, Oger, ne? Nicht so ein Shrek-Oger, sondern ein bisschen bösere Gefährten. Oh, das haben wir noch nicht durchgelesen. Ich gehe da einfach mal drauf, damit ich diese Ausrufezeichen hier wegkriege. Ja, die Zyklonenstiefel haben wir bekommen. Damit können wir ja ganz schnell rennen. Ganz praktisch. Und die Feen haben wir auch bekommen. Schon ein bisschen her. Aber die helfen uns, Gegner abzulenken. Die können uns vielleicht noch nützlich sein. Mal gucken. Auf jeden Fall kann ich einen Salto. L2. L2 und X. Okay, cool. Das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht, dass wir sowas können. Ich glaube, das habe ich beim ersten Durchspielen gar nicht mitgekriegt. Salto-Schlag. 3000. Nach Salto über einen Feind. Ach du Kacke. Ich glaube, das werde ich niemals einsetzen. Das ist nämlich sehr kompliziert. So, Reliktkräfte. Sprint. Yep, das können wir. Wir können sprinten. Wir können den Schulterrempler. Was zum Teufel? Okay. Damit können wir Gegner wegrammen anscheinend. Mit L2 und links. Okay. Da brauche ich aber die Schattenmagie. Drachenschweif. Oh. Oh, das sieht nett aus. Cool. Cool. Sehr schön. Und der Sprintstoß. Okay. Viereck und Dreieck und Viereck gleichzeitig? Nee, erst nacheinander. Okay. Könnten wir uns leisten, aber nee.
Kettenverschleiß kenne ich ja. Da brauche ich Lichtenergie. Und Flammenklauen. Schattenenergie. Und explosives Beben. Oh, Schattenmagie, okay. Oh mein Gott, okay. Krass. Das sah natürlich nett aus. Okay, genug davon. Auf jeden Fall kann ich... das machen. Oder ausweichen. Cool. Oh, Schattenmagie. Oh. Hey, wieso geht das nicht? Schall die Schattenmagie an und halte die... ach so, die L2-Taste, okay. Linken Stick. Ich verstehe. Okay. Oh. Ich muss mal nochmal Magie kurz aufladen. So eine Verschwendung hier. Nee, nee, nee. So. Und die neuen Zyklonenstiefel sind echt cool. Damit lässt sich auf jeden Fall schnell sprinten über kurze Entfernungen. Ah, gucken wir mal, was hier so schönes ist. Gar nichts? Nö. Ah, guck mal an. Ah, ein Ordensritter. Was hat er denn für uns? Oh, ein Gesundheitsstein, ein Lebensstein, sehr gut. Hier ist nichts. Doch, ein Fass. Aber sonst nichts, ne? Hoppa, das ist cool. Wow. Hier geht's auch schon direkt runter. Ach du Kacke. Oh, und diese Krähen machen mich etwas nervös, ehrlich gesagt. Aber da müssen wir durch. Zack. So. Ach du Scheiße. Trolle. Nein, so viele Trolle. Haut ab. Ah. Und noch diese kleinen, ey. Ultra nervig. Ja. Yeah. Komm ich da rüber? Was? Zum Teufel. Ich bin da rüber gekommen. Wow. Au. Arsch. Dieser coole Konter ist vielleicht doch nicht so unnütz, wie ich dachte. Wie denn? Wie soll ich denn diese Mauer... ich will diese Mauer niederreißen. Verdammt, lasst mich diese Mauer niederreißen. Oh. Ach so, ich weiß wie. Natürlich, natürlich. Aha. Ha, wieso nicht gleich so? Oha, Schattenenergie. Schattenmagiestein, wenn ihr es so wollt. So, und hier ist eine Kiste. Kaputt machen alles. Ja! Oh, da ist noch eine. Und da oben, ich sehe schon, da geht's weiter. Zack. Oha. Ich bin ja immer noch, voller Hoffnung, dass wir hier irgendwie, ich weiß nicht, so Feen finden oder sowas, aber ich glaube, das kann ich knicken. Aber das hat mich gerade interessiert, warte mal. Was gab's denn hier noch? Kann man hier irgendwie runter? Nee. Okay. Okay, kann man nicht. Lass uns mal hintrampeln. Wow. Ey, die Stiefel sind so geil. Die mag ich richtig gerne. Eine Schriftrolle.
Es ist, wie wir befürchtet hatten. Die Festung wurde von feindlichen Streitkräften überrannt. Eine schreckliche, vogelähnliche Kreatur hat sich im Turm eingenistet und ein riesiges Monster patrouilliert durch die alten Mauern. Ich habe nichts von den anderen Rittern gehört, also muss ich vom Schlimmsten ausgehen. Ich werde versuchen, zur Bruderschaft zurückzukehren, um sie zu informieren, dass dieser Pass von unseren Gegnern gehalten wird. Tja, hast du wohl nicht mehr geschafft, Mann. Tja, tja, tja. Oh, da geht's lang. Perfekt. Oh, diese Interferenzen auf meinem Ohr. Aua. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Wenn doch, dann tut's mir leid und ich habe keine Ahnung, woher es kommt. So. Geht's hier noch weiter irgendwo? Nee. Alles klar. Oh, nicht schon wieder. Oh, was ist das? Oh Gott. Oh, wie lange kannst du denn seine Kette machen, verdammt? Ah, ah. Oh Gott, da ist er. Dieser verdammte Ogre. Shit. Oh Gott. Hilfe! Das bringt gar nichts. Oh nein! Jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Was soll der Scheiß denn? Oh Gott. Ich bin gestorben ganz? Aha. Warum das denn? Ich weiß gar nicht, was ich machen sollte. Am besten nicht runterfallen anscheinend, ne? Das scheint mir das Beste. Oh du Arsch. So. Ja, ja, ja. Oh, diese kleinen Trolle sind ja natürlich ganz schön einfach, aber... Oh, ich habe eine Fee gekriegt, geil. Ah, komm her. Gott. Okay. Wo soll ich denn hin? Oh nein. Ich hab's gesehen. Okay, tut mir leid. Scheiße. Nein. Mist. Ich wollte die Fee haben. Manno. Scheiß Ogre, Mann. Jetzt muss ich das schon wieder machen. Dreh dich doch. Scheiße. Gott verdammt, ja, ja. Ich weiß, dass du da bist. So. Energie. Juhu. Und Mana für mich. Komm schon, lass mich da rüber. Juhu, ja, gut, sehr gut. Und schnell weg hier. Ach du Scheiße. Ja, 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 ja. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Verpiss dich doch. Nee. Ach du Scheiße. Wow, wie ist der denn drauf? Shit, 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 shit. Ja, ja, ja. Juhu, hat mich nicht so doll erwischt. Ja, komm schon. Verpiss dich, du blödes Vieh. Oh. Nein! Jetzt hat er mich wieder erwischt. Komm schon. Okay, hat er mich verletzt? Ich habe keine Ahnung.
oh Gott, mein Wecker. Oh Gott, mein Wecker. Alles klar, alles gut, alles gut. Juhu, den habe ich erstmal verjagt, den scheiß Oger. Oh, heftig, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, halt dich doch fest. Da ist er, der Kleine. Nett. Oh mein Gott, wir gucken beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ob ich diesen Oger töten kann, der ist riesig. Und nicht so grün, wie ich mir vorgestellt habe. Aber, tja, das sehen wir dann beim nächsten Mal alles. Bis dahin, ciao.